Hallo bei Musikmachen.de, Nikola hier von der NAMM Show 2014. Wir sind bei Framus und jetzt gibt es eine neue Gitarrenserie zu sehen. Hallo Uwe. Ja, hallo Nikolai. Hier zu sehen ganz brandneu die neue Idlemaker Gitarre von Framus. Die gibt es in drei Ausführungen. Hier auf der linken Seite haben wir die Idlemaker 5R. Die hat einen Alley Body mit einer 3A Ahorndecke, Nordstrand Pickups drin. Rechts daneben sehen wir die normale Idlemaker mit Mahagoni Body, ebenfalls Ahorndecke. Seymour Duncan Pickups hier. Und ganz rechts sehen wir die Idlemaker Stevie Sellers Signature, die mit Stevie Sellers zusammen entwickelt wurde, die eben noch ein paar zusätzliche Features hat, wie diesen Fünfwegschalter, hier oben einen Killswitch und natürlich diese aufwendige und besondere Lackierung. Besonders an dieser Gitarre ist neben der Formgebung, dieser extravaganten Formgebung, natürlich, dass die Decke nicht über die ganze Breite oder die ganze Oberfläche der Gitarre geht, sondern an den Seiten eben das Basisholz noch zu sehen ist. Das ist eine sehr aufwendige Herstellungsweise, sehr aufwendiger Fertigungsprozess. Und deswegen ist diese Gitarre was ganz Spezielles für Framus, brandneu 2014. Sieht doch sehr ausgefallen aus. Super. Vielen Dank, Uwe. Dranbleiben, gleich gibt es weitere Videos. Wir machen munter weiter.